Wir machen weiter im Star Wars Canon und heute geht es um den zweiten Band der Charles Soule Darth Vader Reihe. Und zwar ist es Darth Vader, das erlöschende Licht. Und dieser Band setzt genau dort an, wo der letzte Comic aufgehört hat. Und wir sehen, wie Darth Vader seine Inquisitoren trainiert, indem er ihnen genau den Schmerz spüren lassen will, den er erfahren hat, als er von Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden ist, indem er ihnen im Training die Gliedmaßen abhackt. Das macht ziemlich klar, wer der Boss ist. An der Stelle will ich mal ganz kurz über die Inquisitoren sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei Star Wars Rebels, auch wenn ich die Serie wirklich liebe, nie ein großer Fan der Inquisitoren. Und der Comic baut sie auf jeden Fall ein bisschen aus. Der Comic macht ein bisschen klarer, warum sie da sind und was das für einen Sinn hat, was sie tun und was sie für eine Stellung haben im Imperium. Also sie sind ja Darth Vader unterworfen und quasi seine Einheit, mit der er losgehen kann, um Jedi oder Machtsensitive aufzuspüren, zu jagen und zu töten. Und diese Comicreihe gibt den Inquisitoren deutlich mehr Charakter und vor allem auch deutlich mehr Gewicht für spätere Stories. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem sagen, ich mag den Großinquisitor immer noch nicht. Ich mochte den in der ersten Staffel Star Wars Rebels schon nicht und ich mag ihn auch in diesem Comic nicht. Ich finde, er ist keine wirklich gut ausgebaute Figur, sondern wirkt einfach immer nur wie einer, der böse ist, aber gerne noch böser sein möchte und deshalb Minderwertigkeitskomplexe hat. Aber wirkliche Bedrohung strahlt er für mich irgendwie nie aus. Aber wer weiß, vielleicht bekommt er ja in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen mehr Tiefgang. Darth Vader bekommt hier vom Imperator eine neue Mission und zwar soll er Yocasta Nu aufspüren und in diesem Fall nicht töten, denn sie hat wertvolle Informationen, die das Imperium nutzen kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Yocasta Nu, dann völlig zu Recht, das ist die Archivarin, die im Jedi-Tempel gearbeitet hat, die wir vor ein paar Sekunden in den Angriff der Klonkrieger sehen. Wenn etwas in unseren Archiven nicht aufgeführt ist, dann existiert das auch nicht. Was für eine blöde Kuh, habe ich mir immer gedacht. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber Yocasta Nu wird in diesem Comic zu einem ziemlich, ziemlich guten Charakter ausgebaut. Das hätte ich selber überhaupt nicht für möglich gehalten. Sie hat nämlich auch die Säuberungen überlebt und hat sich jetzt zurückgezogen auf einen Planeten und stellt dort Holokrone her mit dem Wissen der Jedi. Also dort drin ist das Wissen des gesammelten Jedi-Ordens gespeichert für nachfolgende Jedi-Generation, damit das Licht wieder in die Galaxis getragen werden kann und die Jedi sich neu formieren können. Also ein sehr aufopferungsvoller Akt irgendwie für das Bestehen der neuen, besseren Welt, was sie tut. Und an der Stelle muss ich schon einmal sagen, finde ich ihre Figur zum Beispiel deutlich interessanter als Meister Enfila, den wir im Comic davor gesehen haben, weil sie ist nicht nur da, um den Plot voranzutreiben, sondern hat auch eine wirklich ordentliche, nachvollziehbare innere Motivation. Sie schleicht sich jetzt in den Jedi-Tempel ein, weil dort im Jedi-Tempel versteckt Informationen sind, die auch für sie immens wichtig sind. Und zwar ist dort eine Aufzeichnung über machtsensitive Kinder, die in der gesamten Galaxis verstreut sind. Das ist ja ein Thema, was in der zweiten Staffel von The Clone Wars schon mal aufgegriffen wurde, wo es ja darum ging, dass Darth Sidious versucht hat, machtsensitive Kinder zu stehlen, um sie dann für seine Zwecke auszubilden. Und die Jedi haben es ja im Endeffekt genauso gemacht. Die haben machtsensitive Kinder aufgespürt, eingesammelt, ausgebildet für den Jedi-Rat. Und Yocasta Nu möchte natürlich nicht, dass diese Information jetzt dem Imperium in die Hände fällt. Deswegen schleicht sie sich in den Jedi-Tempel, um diese Information dort nochmal rauszuholen und wird dann direkt von dem Großinquisitor konfrontiert. Darth Vader geht dazwischen und da hat man nochmal einen sehr, sehr schönen Moment zwischen ihm und dem Großinquisitor, weil der Großinquisitor auch Darth Vader nicht wirklich leiden kann und Darth Vader muss ihn immer wieder in die Schranken weisen. Nein, du bist mir unterstellt und ich bin hier der Boss. Und das Ganze mündet dann in einen wirklich, wirklich großartigen Kampf zwischen Darth Vader und Yocasta Nu, der einem eigentlich alles bietet, was man von einem guten Star Wars Kampf will. Erst einmal diese Kraft, die dahinter steht, dass Yocasta Nu eine der letzten verbleibenden Jedi ist, zudem auch noch die Archivarin des Jedi-Tempels und all das Wissen von dem gesamten Jedi-Orden in sich gespeichert hat, könnte man sagen, und auch noch gegen Darth Vader kämpft, den Jedi, der der Auserwählte war, und sie kämpfen zusammen in dem zerstörten Jedi-Tempel auch noch, der hier sinnbildlich steht für den Untergang einer ganzen Ära, ist erstmal schon total genial. Noch dazu gibt es dann wirklich einen ziemlichen Magic-Moment für mich, wo Yocasta Nu eine alte Waffe aus den Archiven holt, eine Kanone, in die sie ihr Lichtschwert reinsteckt und aus der sie dann einen Lichtschwertstrahl auf Darth Vader schießt. Das ist so fucking geil. Ich hab's absolut geliebt, der Comic ist da komplett nuts gegangen in der Szene, das war richtig geil. Aber im Endeffekt ist sie trotzdem Darth Vader unterlegen.
dagegen und möchte sich in den Tod stürzen, damit das Wissen mit ihr zusammen untergeht und nicht dem Imperium in die Hände fällt, was Darth Vader dann schließlich verhindert. Und an dieser Stelle hat Yocasta aber rausgefunden, dass Darth Vader Anakin Skywalker war und konfrontiert ihn noch einmal damit in einer wirklich, wirklich tollen Szene, wo sie ihn direkt darauf anspricht, dass er doch eigentlich nur ein fehlgeleiteter kleiner Junge ist, der komplett hasserfüllt ist und gegen all das geht, was er früher vertreten hat. Ja, und dann snappt er und bringt sie um. Und für mich ist deshalb dieser Comic irgendwie ein Schlüsselmoment im ganzen Star Wars-Universum, weil man hier, finde ich, besser versteht, warum das Wissen über die Jedi aus der gesamten Galaxis gefegt ist quasi in der Originaltrilogie. Natürlich, wir wissen, das Imperium tut alles dafür, dass dieses Wissen unterdrückt wird, aber es gibt ja jetzt auch kaum jemanden, der dieses Wissen weiterreichen kann. Übrigens ganz interessant, dass Darth Vader dann diese Informationen über die machtsensitiven Kinder nicht an den Imperator weitergibt. Und in der Stelle des Comics weiß ich jetzt auch nicht wirklich, was er damit noch vorhat, weil ich noch nicht weitergelesen habe. Entweder er tut das nur, um etwas gegen den Imperator in der Hand zu haben, oder er tut das, weil er die Kinder, die auf diesem Chip verzeichnet sind, nicht dem Schicksal aussetzen möchte, was er im Endeffekt auch durchlebt hat. Aber diese Story, diese drei Ausgaben sind absolut großartig. Und dann folgen noch zwei Ausgaben, wo es darum geht, dass auf Darth Vader ein Attentat verübt wurde und er versucht dann rauszufinden, wer dieses Attentat in Auftrag gegeben hat, und das führt ihn zurück in die eigenen Reihen, in die Reihen des Imperiums, und zwar an die höchste Führungsspitze. Das heißt, einer der Offiziere des Imperiums muss dieses Attentat auf ihn veranlasst haben. Und da gibt es eine ziemlich geile Szene, wie er die gesammelten Offiziere des Imperiums vor sich versammelt und sagt: Okay, so sieht's aus, jemand von euch hat versucht, mich umzubringen, dafür werde ich jetzt einfach 5 Leute random von euch killen. Diese Szene ist ganz schön hart und macht aber auch nochmal irgendwie deutlich, wie Darth Vader seine Stellung im Imperium gefestigt hat und allen klar gemacht hat und nochmal ein Stück mehr der Darth Vader geworden ist, den wir aus der Originaltrilogie kennen. Und was der Comic auch noch macht, worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist, er stellt visuell in der Macht dar, wie es aussieht, wenn Darth Vader meditiert. Und wir sehen visuell, wie er komplett ausgefüllt ist von dieser dunklen Seite der Macht. Und dazu sehen wir aber auch noch, dass seine Gliedmassen halt keine organischen Gliedmassen mehr sind. Was ich auch super geil fand. Also, ey, ohne Scheiß, guckt euch einfach nur dieses Bild an. Das ist fucking awesome. Also ja, meiner Meinung nach ein wirklich großartiger Comic, vielleicht einer der besten Star Wars Comics überhaupt. Eine wirklich durchgehend spannende Geschichte, interessante Wendungen, wirklich gut ausgebaute Charaktere. Und wir gehen weiter rein in die Star Wars Lore und ich weiß nicht, mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen als Star Wars Fan. Als Begleitmaterial empfehle ich euch dazu auf jeden Fall die Folgen von der zweiten Staffel von The Clone Wars, über die ich vorhin schon gesprochen habe, wo es darum geht, dass Darth Sidious machtsensitive Kinder aufspürt und stehlen möchte. Und nächstes Mal reden wir dann über den dritten Band, und zwar ist das dann Darth Vader Brennende Meere. Bin ich auch mal sehr gespannt auf den, ich habe den jetzt noch nicht gelesen. So, dann danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Star Wars Canon und möge die Macht mit euch sein.